Die Absturzstelle ein Trümmerfeld. Die Arbeitsbedingungen für die Bergungskräfte rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellin schwierig. Nach dem Flugzeugabsturz mit der Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense arbeiten Rettungsteams und Freiwillige Hand in Hand, um die 71 Toten zu bergen. 6 Insassen hatten das Unglück überlebt. Der Regen macht die Arbeit schwierig, aber wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, bis wir auch den letzten Körper geborgen haben. Mit an Bord waren die Akteure des brasilianischen Clubs Chapecoense, um am Mittwoch das Final-Hinspiel der Copa Sudamericana gegen Atlético Medellín zu bestreiten. Brasiliens Staatspräsident zeigte sich tief bestürzt und auch der ehemalige Bundesligaspieler Dante drückte tiefes Mitgefühl für seine Landsleute aus. Das Einzige, was wir jetzt tun können, außer für die Verstorbenen zu beten, ist den trauernden Familien Unterstützung anzubieten. Das Einzige, was wir heute tun können, ist viel beten für die Familien und ihnen Kraft und positive Energie zu schenken, um sie zu trösten. Sie erleben wirklich schwere Stunden nach diesem Ereignis. Die Welt trauert um die Verstorbenen des Flugzeugunglücks und um den brasilianischen Erstligisten Chapecoense.